Immer wenn er ans Brandenburger Tor kommt, kehren die Erinnerungen zurück. Klaus Michael von Keusler steht am 13. August 1961 genau hier. Die sogenannten Kampfgruppen der Arbeiterklasse regeln das berühmte Wahrzeichen der Stadt ab. Plötzlich kommt hier keiner mehr durch. Es war große Empörung, es war auch Fassungslosigkeit. Es kam dann zu Sprechchören, die auch unschöne Worte wie Schweine und Nieder mit den Kommunisten und so weiter beinhalteten. Und dass man hier nun stand, ausgestattet mit einem normalen Menschenverstand und das gar nicht fassen konnte, dass mitten durch eine Millionenstadt jetzt plötzlich hier eine Grenze gezogen werden sollte. Es ist kein kurzer Spuk, wie er und viele andere zunächst hoffen, sondern der Beginn von jahrzehntelanger Trennung und Leid. Der damalige Jurastudent erlebt den Bau der Mauer hautnah mit. Mit seinen Kommilitonen fährt er auch zu diesem Abschnitt, heute einer der wenigen Überreste der Mauer, und versucht sogar mit den Arbeitern ins Gespräch zu kommen. Wir haben gerade in den ersten Tagen des Mauerbaus gewissermaßen den Menschen in die Augen geschaut, also den Bauarbeitern. Ich erinnere noch diese absolute Machtlosigkeit. Man war wütend, man ballte die Faust in der Tasche, aber wenn schon, wie wir dann auch so dachten, unsere alliierten Freunde auch nicht mit den Panzern anrückten, was sollten wir kleinen Studenten oder auch die anderen dann überhaupt machen? Die Mauer teilt eine Stadt, zerreißt Familien. Verzweifelt versuchen die Menschen, noch während der Bauarbeiten aus Ost-Berlin zu flüchten. Bald schon wird aus der Grenzanlage der Todesstreifen. Es gibt die ersten Maueropfer. Deutsche Grenzsoldaten schießen auf deutsche Flüchtlinge. Und all das hat uns aufgewühlt und auch emotional war das auch die Triebfeder, dass wir gesagt haben, nun nehmen wir das Risiko auf, wenn der Wunsch unserer Kommilitonen da ist, von Ost nach West herüberzukommen, dann versuchen wir mal unseren Beitrag zu leisten, indem wir ihnen helfen. An der Bernauer Straße beteiligt sich der damals 23-Jährige an einer gefährlichen Aktion. Im Hinterhof dieses Hauses gräbt er zusammen mit rund 30 anderen Helfern den längsten und tiefsten Fluchttunnel Berlins. Das zeigt mich im Jahre 1963, und zwar hier unmittelbar unter dem Fundament. Da haben wir ja unseren Tunnel gegraben. Wir waren keine James-Bond-Typen, die jetzt ganz cool dahin gingen und sagen, wir bauen jetzt den Tunnel. Im Gegenteil, die Angst war unser ständiger Begleiter und natürlich auch für die Kuriere, die jetzt in den Osten fuhren, um dort Fluchtwillige zu informieren. Es kann jetzt in 10 Tagen losgehen, da wird ein Tunnel gemauert, da ist der Einstieg, da ist das Losungswort. 57 Menschen können fliehen, bevor der Tunnel von der DDR-Staatssicherheit entdeckt wird. Von Keusler wird vom SED-Regime zum Staatsfeind erklärt, per Haftbefehl gesucht. Trotzdem hilft er weiterhin Menschen bei der Flucht. Vom berühmten Tunnel 57 erfahren auch die Besucher dieser Berliner Gedenkstätte. Hier steht noch ein kleiner Teil der einst mehr als 100 Kilometer langen Mauer und des Todesstreifens. Gerade für junge Besucher, die die Teilung Berlins nicht selbst erlebt haben, ein bewegender Anblick. Einem wird hier wirklich klar, was wir für selbstverständlich halten, in die Welt zu reisen, war vor rund 30 Jahren nicht möglich. Manchmal läuft man durch Berlin, auch um 2 Uhr nachts nach der Party, wo man da vorne noch nie war, und sieht auf einmal, hier war auch die Mauer, hier waren die Stäbe, hat aber gar nicht damit gerechnet. Und irgendwann fällt einem auf, ja, man ist tatsächlich an so einem Grenzort. Für Klaus Michael von Keusler ist es auch heute noch ein ganz besonderes Gefühl, durch das Brandenburger Tor zu laufen. Freiheit kennt keine Mauern. Dieses Bekenntnis hat er damals in die Tat umgesetzt.